Hallo alle zusammen. Ich bin hier in Rumänien an der Grenze zur Ukraine. Karl hier möchte euch von einer Begebenheit berichten, die mein Herz sehr berührt hat, als er mir vor ein paar Tagen davon erzählte. Hier direkt hinter uns wird ein LKW beladen, der nach Kharkiv fährt, direkt an die Kriegsfront. Karl war gerade vor wenigen Tagen dort und möchte euch davon erzählen. Ja, genau. Wir bringen Nahrungsmittel nach Kharkiv hinein und nehmen dann häufig Menschen mit heraus. Wir hatten das Vorrecht, eine vierköpfige Familie aus dem nördlichen Teil der Stadt zu evakuieren, direkt hinter der russischen Front. Unser Fahrer holte sie heraus. Es ist eine zweitägige Fahrt von Kharkiv nach Rumänien. Er brachte sie zu einem Flüchtlingslager in der Zentralukraine. Als sie dort ankamen, bekamen die Familienmitglieder jeweils einen Keks. Jeder erhielt einen Keks. Der 6-jährige Junge der Familie aß diesen Keks ganz, ganz langsam. Er knabberte nur daran. Der Fahrer, unser Freund, der sie evakuiert hatte, fragte die Mutter: Warum isst er den Keks so? Stimmt irgendetwas nicht? Und die Mutter, mit Tränen in den Augen, schaute ihn an und sagte: Er hat seit 3 Wochen fast nichts gegessen. Deshalb fährt dieser LKW nach Kharkiv. Menschen brauchen etwas zu essen. Die Kirche dort verteilt Essen an Menschen, die sonst keins hätten. Und dabei gibt sie die Liebe von Jesus weiter. Danke, dass ihr dazu beitragt und dafür sorgt, dass nicht noch weitere 6-jährige Jungen 3 Wochen lang auf etwas zu essen warten müssen. Ich habe kürzlich gerade mein erstes Enkelkind bekommen, 4 Monate alt. Und ich kann mir nicht vorstellen, in die Lage zu geraten, diesem Kind 3 Wochen lang nichts zu essen geben zu können. Gott segne euch.